Bruder, Witz, aber du hast gerade fast 8000 Subs und du machst dir Sorgen, dass die Leute dich vergessen, wenn du im verfickten Krankenhaus chillst, du Bastard. Ich hab die 8000 Subs, weil ich eine Woche Zellout gemacht hab, du Arsch. Ja, trotzdem, Junge, WTF. Bruder, Mafara macht 40k im Monat, Bro, und denkt, wäre schlimm, wenn er einen Tag länger... Zeig mir die 40k. Okay, geh, das darfst du uns nicht zeigen, aber geh in Dashboard und schick Screenshot von den Einnahmen, letzten 30 Tage. Okay, mach ich. Okay, ich schick... Du sagst 40.000. Ja, es sind nicht 40.000 wahrscheinlich. Aber es sind wahrscheinlich, ich sage, es sind 25.000. Schaltest du Werbung, okay. Ja, oder? Ja. Ja, 25.000. Abgeschickt. Du Arschloch, Alter. Oh Mann, es sind so viel mehr als 25.000. Dieser Bastard, Alter. Schick du. Okay, das ist aber, das ist ein richtig weirder Flex. Weil ja, meine Einnahmen sind höher, aber ich war 3 Wochen weg. Ja! Oh mein Gott. Schick. Digga, was? Ja, guck dir den Tag an, wo ich zurückgekommen bin. Bro, das ist ohne Donations. Bruder. Digga, zeig mal deine Werbung, das interessiert mich. Ich schalte keine Werbung. Es ist so ein Tausender pro Tag. Okay, krass. Bei mir ist mehr. Oder? Nee, bei mir ist gar nicht mehr, Digga, bei mir ist 400. Also es ist bei mir nur die Werbung am Anfang vom Stream und wenn mein Stream abstürzt oder so. Willst du jetzt der Held sein, der keine Werbung schaltet? Ja, actually der, ja. Actually der, ja, der bin ich. Ja, ich muss leider Werbung schalten, um... Nein, Bro, easy, das ist mega smart. Bro, ich hab da mit Stegi ja schon voll viel drüber gesprochen. Das bringt ultra viel Cash. Ich glaube, ich würde easy 2k mehr pro Tag machen. Digga, du würdest... Ich sag, wenn du normale Werbung schalten würdest, 3 Minuten, dann würdest du, Digga, ich sag, 5000 pro Tag. For real, Werbung ist krass. Boah, Alter, oha, Werbung ist krass gerade. Soll ich machen? Das wären 150.000 Euro im Monat, wenn ich jeden Tag streamen würde. Warum bist du so leise auf einmal? Oh, sorry, ich bin weiter weggegangen von Mike. Das wären 150.000 Euro. Ja, was heißt für heute? 3 Minuten ist echt viel Werbung, Bro. Holy shit. 3 Minuten ist nix, Digga. Nee, ich habe überlegt, als ich heute online gegangen bin, habe ich überlegt, ob ich vielleicht einfach im Outro immer 3 Minuten mache, weil da juckt's eh keinen Schwanz. You know? Also im Outro. Nein, mach dann mal bitte, weil sonst bin ich voll der geldgeile Hure so jetzt. Mach mal bitte. Was soll ich machen? 3 Sekunden Werbung schalten? 3 Minuten für heute. Drei? Also insgesamt, den ganzen Tag über. Ja. Yeah. Soll ich über den Tag verteilt. Warte, wie viel sind 6 Werbungen dann, ne? Eine Werbung ist immer 3 Sekunden, right? Keine Ahnung. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können mal gucken, wie viel das machen würde. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es eh nicht danach weitermachen, egal wie viel es ist. Das war 24 Stunden. Wo ist da die Werbung? Ach, da. Ah, oh, das ist ja nicht so viel. Nein, Spaß. Spaß. Digga, Werbung ist bei mir mehr als Subs gerade, ne? Krass. Also doppelt so viel. Ja, wenn ich Werbung schalten würde, bei mir auch auf jeden Fall, ja. Ja, er macht schon wieder den Held. Mann, nein! Bro, ich habe das Gefühl, dass mehr Leute gucken, wenn ich... Also, ich denke trotzdem finanziell auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, es gucken mehr Leute meinen Stream, wenn ich keine Werbung schalte. Und wenn ich dann einmal selbst wenn es alle 2 Monate ist, einen Partner auf meinen Stream schalte, sowas wie, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt diesen Monat und die nächsten Monate ist Koro-Drogerie. Weißt du? Dann ist es zwar ein kleiner Placement-Part, aber Leute müssen keine fucking Werbung gucken, die den Stream cutten und ich mache vermutlich am Ende mehr Geld. Aber natürlich könnte ich auch beides machen. Ich könnte Partner und Werbung schalten. Dann würde ich natürlich unfassbar viel Geld machen. Hä, also wenn ich keine Werbung habe, habe ich mehr Viewer. Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, ja. Ich hätte immer gesagt, nein. Aber ich verurteile auch null, wenn Leute Werbung schalten, Bro. Das ist easy. Jeder soll das machen, wie er Bock hat. You know? Deswegen bin ich fell auf. Nein. Aber also, keine Ahnung. Placement ist Content, Werbung nicht. Ja, auch nicht jedes Placement ist jetzt crazy Content. Das geht ja auch nicht immer. Aber ja. Also wie machst du denn? Machst du so einzeln oder schaltest du wirklich mal auf asozial 3 Minuten? Nein, das ist so automatisch. Ich hab Standard. Ich hab 3 Minuten pro Stunde, glaube ich. Ja, check. Also ich guck mal, hier sind irgendwo... Ja, keine Ahnung, Bro, ich weiß nicht, Mann. In meinem Kopf waren das immer so 20k, die ich im Monat mehr machen würde dadurch. Und... Ja, das ist ja nix, ne? Nein, das ist sehr, sehr viel Geld, aber ich weiß, was ich sonst so drumherum verdiene. Und ich weiß, wie sehr mich Werbung abfuckt und dann denke ich so, scheiß drauf. Dann, wie gesagt, no joke, dann ist halt ein Placement und das Ding ist gecovert. Keine Ahnung. Ja, ich hab 3 pro Stunde, hab ich. Ja, ist okay, aber Bro. Finde ich okay. 3 Werbungen oder 3 Minuten? Nee, 3 Minuten. Okay, was sind das? 6 pro Stunde?
Das ist alle 10 Minuten eine dann. Aber ich glaube, das wird eh nicht durchgehend eingelöst, glaube ich. Ich weiß nicht, Bruder. Ich meine, deine Subs kriegen eh keine Werbung, oder? Nee. Ja, sollen die subben einfach. Oh, stimmt, hast recht. Bei Kai Sennett alle 15 Minuten, 3 Minuten Werbung? No way! Digga, der hat 40.000 Zuschauer, Bro. Minimum. Alter, das ist dumm für Money. Deshalb hat er sich. Das ist das Ding, ne? Das ist das Ding. Wenn man Full Sellout geht, ist es halt übersmart. Leute bezahlen dich dann, dass sie den Stream actually watchen können, ohne Werbung. Und dadurch machst du noch mehr Geld dann. Das ist insane, Bro. Das ist so stupid. Du fuckst die Leute ab, kriegst dadurch Geld und dadurch, dass die Leute abgefuckt sind, aber den Stream gucken wollen, bezahlen sie noch mehr Geld. Mach mit dem gewonnenen Geld Giveaways. What the fuck? Community, was machst du auch mal Sellout? So Media Share meinst du? Submarathon. Keine Ahnung, ich find's ein bisschen dumm. Warum? Keine Ahnung, Bro, kein Schwanz will sehen, wie irgendwer schläft. Doch. Nein. Digga, dich schlafen sehen, das wäre krass, weil das hat man ja gesehen. Ja, Bruder, das willst du privat sehen. Doch, das hat man schon gesehen. Das willst du Digga, privat ich, sehen, ich kann dir ein Video aufnehmen, wenn du willst. I don't know, ich hab dieses gesehen, wo du gepennt hast und Leute haben dann so Sounds gemacht. Das war Big Content. Das ist cool, aber das kannst du ja nicht jeden Tag machen in einem Sabaton. Ja. Yeah. You know? Und ich persönlich finde, Sabaton ist. Ich habe da viel mit Stegi drüber gesprochen. Ja. Ich finde, das ist ein Puzzleteil von vielen, warum gerade so viele Streamer ultra abkacken und irgendwie sich eine Off-Time nehmen. Weil, Bro, was ist? Ja, du hast recht. Ja, also Bruder, holy shit, Digga. Es ist halt, wie Basti immer sagt, Digga, 24-Stunden-Streams jucken einfach keinen mehr. Das ist normal inzwischen. Digga, what the fuck, ja. 24 Stunden, überleg mal, wie viel das ist. Digga, man macht einfach eine verfickte Nacht durch, das ist ultra viel. Überleg mal, wie krank ein 24-Stunden-Stream war, back in the days, wo Revi und Simon Unger angefangen haben zu streamen. Bro, inzwischen ist es einfach normal, Bruder. 72-Stunden-Stream ohne Schlafen, gefühlt einfach normal. No joke. Das ist übelst die wacky Meta, Bro. Und diese Zeit, diese 9 Stunden, die man da pennt, die guckt eh keinen Schwanz, Bro. Das sind einfach Offline-Viewer-Bots, die, also quasi, ne, echte Leute, die ihren PC einfach angelassen haben. Digga, als ob da jemand sitzt und 8 Stunden guckt, wie ich penne. Niemals. Doch, das gibt's echt. Doch, nein. Doch, dann chatten Bro. Die so in Off-Chat. Ja, okay, ein paar Verrückte so. Aber, you know? Digga, Stege ist jeden Tag 5 Stunden weg, weil sein Nachbar kommt und da gucken 5000 Leute zu, wie dein Minecraft-Let's Play läuft. Ja, Bro, weil das Minecraft-Let's Play awesome ist. Was soll ich sagen? Ich hab da halt abgeliefert, Leute. Ja, okay, das ist echt. Der Nachbar, oder? Wahrscheinlich der Nachbar. Der fuck. Hat der Nachbar zufällig grüne Haare? Dieser Bastard, ey. Bruder, du kannst mir nicht erzählen, dass das inzwischen noch viel Content ist.